Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei Wolong Fallen Dynasty. Wir werden nun erst einmal reisen. Wir sind an sich hier im Dorf fertig. Und ja, uns fehlt noch was, aber wir sind erstmal hier bei Teil 7. Der geduckte Drache brüllt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier wieder gegen einen Drachen kämpfen müssen. Ich hoffe nicht. Die Pläne des schwarzgekleideten Daoisten wurden vereitelt. Gemeinsam mit dem immer noch bewusstlosen Jungen kehrst du zu dem Dorf zurück, in dem ihr euch erstmals begegnet seid. Ja, und das Problem daran ist, dass der Junge jetzt einfach nicht mehr da ist. Der ist einfach abgehauen. Abgelegenes Bergdorf, Langya-Staat, Provinz Xu. Dieses verlassene Bergdorf liegt in einem wenig bekannten Teil der Provinz Xu. Die wenigen, die die Wirren des Krieges überlebt hatten, sind längst weg. Bald wird der Name dieses Dorfes völlig verloren gehen. Abgesehen von den zerstörten Schreien, die einst für Zeremonien genutzt wurden, gibt es nur wenige Anzeichen für die glücklicheren Tage, die einst hier verbracht wurden. Ja, da sind wir schon. Wir drücken uns erstmal ganz schnell ein bisschen Ki rein, denn... ja, wir müssen ein bisschen mehr Ki reindrücken. 63.000 tatsächlich. Weil ich ja nicht weiß, was da vorne jetzt auf uns wartet. Ich meine, wenn wir jetzt immer wieder reingehen, dann ist es ja klar, kriegen wir alles wieder. Aber 63.000, guck mal hier, da können wir es mal verwenden. 6. Wir haben so viel Zeug. So, noch 3.000. Hier. Fertig. So, jetzt machen wir noch schnell unser Level ab und dann gucken wir mal, was da unten, nee, da hinten auf uns wartet, unter dem roten roten Mond. Ich will das einfach voll machen, ich weiß auch nicht. Ich brauche das. So, gut. Dann gehen wir mal los hier, schauen mal. Dürfen wir eigentlich hier jemanden mitnehmen? Nur mal kurz zum... Das ist unser letzter Kampf. Wir dürfen nicht alle mitnehmen. So. Das ist wie so ein Zwang. Ich muss das kaputt machen. Sieht schon geil aus, gell? Okay.丹药之力与邪龙合一，又因结义之力恢复人身，反复转换之下，产生了预想不到的结果。如今龙之丹田终于落入老夫之手，这还真多亏了你。 作为谢礼，老夫要你死在深渊地里。da habe ich aber auch ein bisschen mitzureden. Ach, du meine Güte. Kannst du mal, was ist denn los mit dir? Also ich habe ja gesagt, dass ich diese einzelnen voll gern mag, diese einzelnen Kämpfe, aber nicht gegen Zauberer. Oh oh. Aha! Oh! Jetzt habe ich gerade getrieft. Oh ja, der macht dasselbe. Yeah.
Ich habe, glaube ich, deine Story irgendwie vergessen. Oh oh. Was ist mit ihm passiert? Ist er der böse Daoist geworden? Mist. Du doofer Junge. Du Elendikus. Ich werde mich kampflos aufopfern. So, jetzt werden wir natürlich hier nichts mehr uns angucken. Ich verstehe halt auch überhaupt nicht, warum sie jetzt alleine gelassen haben. Glauben die, jetzt alles vorbei? Oh. Oh. Huh?
Was ist das denn? So, wir werden jetzt mal etwas tun, was ich bei keinem anderen Spiel getan habe. Wir werden uns jetzt alles, was wir an Ki haben, reindrücken. Ich habe mir das irgendwie immer aufgehoben gehabt bei Neo. Ich habe nie alles genommen. Das werden wir jetzt ändern. So. 30.000. Wenden. 12. So. Mal gucken. Könnte sein, dass das jetzt auch ein Fehler war. Ich bin natürlich wieder nur auf Andingsbumster gegangen. 116.000 braucht man, gell? Ah, nee, 112.000? So. Hat natürlich jetzt sehr viel gebracht. So, gucken wir noch mal. Wahrscheinlich läuft es jetzt hier einfach nicht besser. Die paar Dinger da, die werden jetzt nicht viel rausreißen. Oh, weg da! Ach. Oh, wo will ich nicht? Oh nein! Das... so an sich einfach gewesen, sag ich's mal.
Das ist einfach wie am Anfang. Ach. Ja, das ging jetzt fix. Ach, ich lebe noch. So, was ist denn jetzt hier mit dem Typ los? Hier los. Thank you.
Wieso fangen meine Nachbarn jetzt an zu klopfen? Es ist um 8. Das hat mich gerade voll verwirrt. Komisch, dass er mich unterbrechen darf, aber ich ihn nicht. Oh. Ja, bin schon direkt tot, gell? So. So. Guck, ob das was bringt. Noch von ganz am Anfang. Elender, stirb endlich. Der hat gekontert. Was ein Freckel. Nein! Hab doch mal Mitleid! Thank you.
Nein! Oh! Nein, 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 nein. Oh Gott, ey. Mann, was für ein Blödhaufen. Gott, mein Herz. 为了不让他人知晓，我身为受龙之庇佑一族的莫邑，我蒙上双翼，以封印着阴气之紊乱而觉醒之力，预计一度企图利用我的躯体炼制真丹。正因有您的潜力，支撑着我一路坚持下去，才不至被虞姬的恶念完全制服。 见到您坚信情谊，奋勇战斗的模样，我终于下定决心，此正是睁开双眼之时。 Bitte was? Hat jetzt den Sharingan? <笑>为师都能想到他欣喜的样子了。得子龙相助，汝得百人之力啊！一同为辅佐兄长而努力吧。我等在此对天发誓。 从今往后，互相扶持，努力同心，扶危救困，惩恶扬善，上报国家社稷，下安黎民百姓。方位正北，放箭。 看来练兵效果显著，公瑾。是。定当令来犯敌军葬身疆地，前往下一个目标。父亲，兄长，还请你们庇佑孙氏的未来。 终于要南征了，天下太平指日可待。听闻刚出世的司马懿似乎很受重用，尽己之力吧。 Ja, das sind wir jetzt am Ende. Was ist denn jetzt los? Also,
Ich hätte schon gern noch gewusst, was mit unserer Figur ist, oder ist es, also, hä? Das finde ich eben immer so doof an Figuren, die man sich selbst benutzt, also die man selbst sich macht. Die sind irgendwie nicht so richtig in die Geschichte eingefasst. Ich weiß auch nicht. Ich meine, bei Neo 2 ging es noch, da wir hatten wenigstens einen Namen und wir hatten eine Mutter. Aber hier hat man ja gar nichts. Da fehlt mir auch irgendwie ein bisschen die Bindung, muss ich sagen. Hatten wir einen Namen? Jetzt mal im Ernst, hatten wir einen Namen? Nee, oder? Ja, was soll ich sagen? Es ist ein sehr cooles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Das System mit dem Kontern oder Parieren oder wie es auch immer heißt, ist sehr gelungen. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, wenn man die Reflexe hat und das übt, kann dieses Spiel eigentlich jeder spielen. Sei es jetzt, keine Ahnung, Leute, die nur Action-Adventure spielen oder irgendwas anderes. Weil ihr braucht nur die Reflexe und ein bisschen zwischendurch draufhauen und das war's schon. Was mir jetzt auffällt, so rundherum, ich muss sagen, für mich war die Geschichte recht kompliziert irgendwie mit diesen ganzen neuen Namen, also an die japanischen Namen, habe ich mich damals gewöhnt, aber hier, das ist ja noch komplett neu. Deswegen, außer dass jetzt diese drei Reiche miteinander irgendwie in Zwist waren und der Daoist da war, ist bei mir nicht besonders viel hängen geblieben. Ich empfinde es als... Ich finde, Neo und Neo 2 waren weitaus ausgereifter. Ich war auch kein Fan von dem Inventar irgendwie. Mir hat am Anfang diese Sequenz gefehlt, die wir sonst immer bei Neo und Neo 2 hatten. Mir hat jetzt eine richtige Endsequenz mit unserer Figur gefehlt, weil... Ja, wir haben ja umgebracht, aber was war da? Oder hat da die CD gesprungen und ich habe nichts gesehen? War da jetzt noch was? Hat man die Figur nochmal gesehen und die CD hat einen Sprung gemacht und ich durfte sie nicht sehen? Oder war das jetzt echt so? Weil für mich ist es kein richtiger Abschluss. Ich meine, wir haben jetzt noch DLCs vor uns, das ist ja klar, aber trotzdem sollte ja schon so ein Hauptspiel mal das Gefühl von Abschluss geben. Ich meine, ja, wir sind jetzt abgeschlossen, aber ehrlich gesagt, habe ich das mit diesem, mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass der Junge mit der Augenbinde gefehlt hat. Also, so gar nicht. Ich habe den völligst vergessen seit Anfang an. Ich meine, wir spielen jetzt schon 3 Monate. Ja, es ist allgemein kürzer als Neo 1 und Neo 2. Da habe ich jeweils länger gebraucht. Diese Sammelquests nebenbei, die waren ganz cool, auch mit dem Dorf, dass man da sowas hatte, wo man zurückgeht. Ja, es ist ein cooles Spiel und ja, die Musik ist auch sehr cool, die Charaktere sehen auch schön aus. Was mir auch absolut nicht gefallen hat, das müssen die wieder wegmachen, das hatten die bei Stranger of Paradise, dass die langen Texte von den Dingen oder von den Gottbestien automatisch durchlaufen. Ich weiß nicht, warum die damit angefangen hat, das ist total beschissen. Ja. Ich muss euch noch ein bisschen unterhalten, vielleicht kommt ihr danach noch was. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden jetzt hier kein New Game Plus anhängen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es wie bei Neo 2 ist, dass wir direkt vom Hauptspiel in die DLCs starten können. Im Sommer soll ja das erste kommen, gell? Und bis dahin hätte ich sowieso nicht geschafft, nochmal alles durchzuspielen. Und wenn ich alles meine, dann meine ich alles. Ich habe zwar überlegt, ob ich erst nochmal nur die Hauptquests mache, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht nur die Hauptquests machen und den Rest liegen lassen. Ich krieg das nicht hin. Ich bin da unfähig. Deswegen lassen wir jetzt den 10 Uhr Slot erstmal frei. Es gibt ja noch genug zu schauen, wenn ihr möchtet, auf meinem Kanal. Ich bin gespannt auf die DLCs, wie es da weitergeht, ob wir den Daoisten nochmal sehen oder wer jetzt, wann das Spiel, die DLCs. Und ich fand die Synchro, die chinesische, aber wirklich sehr schön. Ungewohnt, aber schön. Das Beste war eben halt echt dieses Parieren, wenn man das mal, ich meine, ich hatte auch meine Probleme, meine Problemmonster hin, aber das war schon, oh, jetzt kriegen wir noch was, jetzt kriegen wir noch ein Ende. Oh oh. 你要走了。
Jüngling mit Augenbinde. Yiwei reng neng chajue dao xie qi. Ni ye yao lai ma? Wo hui liu zai zhe li. Wei le yong zhe shuang dong chuan tian ming de yan jing, kai pi xin de shi dai. Oh Gott, es hat doch rote Pupillen, oder? Das Übliche. Ach nee. Das ist doch Gaukau! War das Gaukau? Ich hoffe, ich verwechsel den immer. Oh nein, da ist jemand gestorben. War das jetzt die Zukunft, weil er ja da auf dem Sessel gesessen hat? Das waren die drei DLCs, gell? Die man da am Himmel gesehen hat. Er hat doch jetzt auf dem Rollstuhl gesessen, oder? Weil er auch den für später dann. Gott, wie hast du Lin Yong gelehrt? Geöffnete Augen. Du hast folgende Belohnung erhalten. So, da haben wir tatsächlich noch ein kurzes Ende bekommen. Ein Ausblick auf die DLCs vermutlich. Geheimes Dorf, gibt es noch was? Innere Disziplin. Reisen. Du hast den Schwierigkeitsgrad aufsteigender Drache freigeschaltet. Dieser kann über Schwierigkeitsgrad ändern geändert werden. Dadurch steigt der maximale Moralrang von Gegnern sowie der Schwierigkeitsgrad von Missionen. Es wird einfacher, seltene 5-Sterne-Gegenstände und Ausrüstung mit neuen Spezialeffekten zu bekommen. Ach. Na, das ist ja interessant. Das Spiel ist gar nicht zu Ende. Okay, gut. Ja, dann haben wir noch einiges vor, würde ich sagen. Hier. Ja, der 10. Uhr-Slot bleibt dann doch da. Aber das sind alles nur so Bosskämpfe, außer der hier. Lassen wir unsere Hellebarden glänzen. Ja, schön. Würde ich mal meinen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Yay! So, also wie gesagt, Abschluss. Es ist ein schönes Spiel. Aber es ist kein Yu. Ist auch kein Neo 3. Es will es ja natürlich auch nicht sein, das ist ja klar. Aber nein. Nein. Rang 9 Leder haben wir bekommen. Schulterpanzer der Kriegsmacht. Dizzy-Flöte. Ja, hier ist die Dizzy-Flöte. Eine Art von Bombenmus-Querflöte, die schon zur Schulzeit gespielt wurde. Ja, was ist mit jetzt? Wir gehen noch einmal zu dem. Und dann beenden wir mal die Folge. Vielleicht kriegt man ja auch bald irgendwann mal ein ordentliches Datum für die DLCs. Oder wenn ihr was weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe immer nur gelesen, ich glaube Sommer oder so, September und noch irgendwas, oder? Oder weil, vielleicht verwechsel ich das gerade mit Automatik, mit Atomic Heart. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe das mit den DLCs nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass das von der Forspoken jetzt rausgekommen ist. Das kann ich aber noch nicht spielen, weil ich das Hauptspiel noch nicht durch habe. Die waren zu schnell. So. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns halt morgen doch wieder hier, weil die Nebenquest würde ich schon noch gern mitnehmen. Und ja, vielleicht können wir dann noch ein paar von unseren Heinzis hier schon wieder reisen. Hä?
Ja, genau. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ich habe jetzt gar nicht mal so eine große Angst, weil wir den anderen umgelegt haben. Und der war echt ätzend. Aber wir haben keine 3 Folgen gebraucht wie bei Lubu. Und Lubu war es schon sehr cool. Also mein Highlight von diesem Spiel war Lubu. Denn wir haben keinen Namen. Wir haben nur sein Ding auf. Ja, wie fandet ihr es denn? Seid ihr der Story komplett, habt ihr der Story komplett folgen können? Es sieht sehr schön aus. Es ist geschmeidig, es ist sehr schnell, es macht Spaß, es ist ein schönes Spiel. Gell? Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Für mich kommt es nicht an Nioh 1 und Nioh 2 ran. Aber die Mechanik mit dem Parieren ist sehr schön. Und auch das mit dem Hüpfen ist ungewohnt, aber cool. Ich bin gespannt, was die DLCs uns noch bringen werden. Was da... So waren es 4 oder 3? Ich glaube 3 DLCs wieder, gell? Ich bin auch gespannt, was Team Ninja danach für uns hat. Und ja, vielen Dank, dass ihr diese Reise mit mir gegangen seid. Vielen Dank, dass... an eure Tipps, wenn ich es auch nicht sehr oft beherzigt habe, weil ich relativ stur bin in dem, was ich tue. Und ja, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich kann es jedem ans Herz legen. Und es gibt eine Axt. Das hat schon mal, das war schon mal sehr viel Pluspunkte. Deswegen habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen zu den letzten Nebenmissionen wieder. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.